Wir werden oft gefragt, was sind Krisen? Was ist eine Krise für ein Unternehmen oder eine Organisation? Und es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Alles, was Ihrem Unternehmen, Ihrer Organisation, den Menschen in Ihrem Unternehmen oder darüber hinaus Schaden zufügen kann. Prinzipiell ist zu sagen, dass gute Krisenkommunikation lange vor Krisen beginnt. Zum einen durch ein gutes Risikomanagement und eine entsprechende Risikokommunikation. Zum anderen, dass es ein Krisenbewusstsein im Unternehmen gibt. Krisenzeiten sind unsichere Zeiten für Unternehmen und Organisationen. Aber es gibt etwas, was in diesen unsicheren Zeiten Sicherheit gibt. Krisenguidelines und Krisenhandbücher. Manchmal sagen uns Unternehmen, Krisen zu erkennen ist nicht einfach. Haben Sie recht. Und doch, wenn Sie im Unternehmen ein Sensorium für kleine und kleinste Veränderungen, für erste Anzeichen möglicher negativer Veränderungen haben, dann merken Sie rechtzeitig, dass sich etwas zusammenbraucht. In der Kommunikation in außergewöhnlichen Situationen kommt es darauf an, schnell und rasch zu informieren. Wir kommunizieren heute in Echtzeit. In Nanosekunden gleichsam gehen Botschaften um die Welt. In kürzester Zeit tauschen sich Menschen über das Ereignis, das sie betrifft, aus. Und dann gibt es noch eine Sache, die uns von großer Bedeutung erscheint. Krisen brauchen immer ein Gesicht. Jemanden, der für das, was passiert ist, was sich ereignet hat, steht. Wenn Sie das alles wirklich umsetzen, dann ist Krise ein produktiver Zustand und keine Katastrophe mehr.